Herzlich willkommen, liebe Freunde der Freiwilligen Kooperation. Wir melden uns heute zurück mit einem besonderen Gast. Oliver Groß ist zu Gast, der Schöpfer des Sandwirts, aber auch der Veranstalter des Bürgergipfels. Und das wird im Grunde auch so das Hauptthema unseres Gesprächs heute sein, dass wir auf diese Veranstaltung noch einmal final aufmerksam machen. Man kann sie noch bis Montag anmelden. Heute ist Freitag und morgen in einer Woche am Samstag, den 7.9., findet das Ganze statt. Lieber Oliver, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und was erwartet die Leute beim Bürgergipfel? Und warum hast du gesagt, das machen wir jetzt? Und warum ist es erst im Herbst und nicht schon im Frühjahr, wie es eigentlich geplant war? Hallo Benny. Ja, das sind ja mal eine Haufen Fragen auf einmal. Pass Na auf. klar. Also, der Bürgergipfel, der war tatsächlich schon für den Frühsommer geplant. Aber dann stellte sich heraus, dass die Preisverleihung an Javier Milei genau exakt auf dem Datum war, dass wir anvisiert hatten. Und dann haben wir ganz schnell unser komplettes Marketing wieder abgeräumt und haben wieder von vorne angefangen und haben einen neuen Termin gesucht. Und das ist jetzt eben der 7.9., also nächste Woche Samstag geworden. Milei hat also die Veranstaltung gesprengt, die Milei hat erste. uns alles durcheinander gebracht. Ja, genau. Nee, es war ja klar, also wenn die Leute, die wir eigentlich auf dem Bürgergipfel haben will, die ganze Aufmerksamkeit nach Hamburg richten und vor allem auch viele unserer Redner und auch ich selber dort auf der Veranstaltung in Hamburg sein wollen, dann geht es nicht an einem anderen Ort parallel, so eine große Veranstaltung zu machen, wie wir sie vorhatten. Darum sind wir da einfach ausgewichen. Gott sei Dank haben wir es früh gemerkt. Entstanden ist die Idee des Bürgergipfels im Winter oder im, naja, wenn ich mich richtig entsinne, war es Februar, März. Wir saßen da zusammen, also mit meinem Team bei uns im Büro saßen wir zusammen und wir sind so im Gespräch so auf den Gedanken gekommen, dass eigentlich sehr viele von den freiheitlichen Köpfen, die wir haben in Deutschland, und wenn man genau hinschaut, sind es eigentlich eine Menge richtig gute Leute, dass die sich untereinander zum Teil gar nicht kennen und gar nichts miteinander zu tun haben. Und da war so der erste Gedanke so, ja, Vernetzung, wir müssen was tun für Vernetzung. Wir müssen schauen, dass die Leute miteinander reden, dann kann auch was daraus entstehen. Das haben linkskollektivistische und rechtskollektivistische Kreise in unserem Land uns einfach voraus. Die klüngeln besser, weil sie natürlich auch der Typ dafür sind. Also wir Individualisten, wir Einzelgänger, wir Querköpfe, wir sind nicht so vereinskompatibel und wir sind nicht so, wir schließen uns nicht so leicht zusammen und jeder macht so sein Ding. Aber eigentlich kann man da insbesondere von den erfolgreichen Linken lernen, wir müssen uns vernetzen und wir müssen insbesondere eins, und dann dazu hat sich der Gedanke dann weitergesponnen. Wir müssen nicht immer nur fordern, dass die Ampel weg muss und dass die Grünen weg müssen und so weiter. Wir müssen nicht immer nur rumstänkern und rumnörgeln und kritisieren an der Politik oder an dem, was real läuft in der Gesellschaft, in unserem Land, sondern wir müssen selber mal unsere Position formulieren. Da sind wir gar nicht so gut. Jeder Einzelne für sich in seinem Gebiet schon, aber es finden sich keine gemeinsamen Formeln, hinter denen wir stehen. Und es finden sich keine Parolen, sage ich jetzt mal. Und es finden sich keine Talking Points, die wir gemeinsam ansprechen und nach vorne bringen. Und aus dem Grund dachte ich, es bräuchte eigentlich so ein inhaltliches Treffen, in dem wir auch wirklich mal miteinander formulieren, was wir eigentlich stattdessen wollen. Also statt dem, was wir gerade haben, also wie wir unsere Gesellschaft eigentlich weiterentwickeln wollen. Und so hat sich gedanklich nach und nach der Bürgergipfel draus gesponnen. Und nach den ersten Gesprächen, wo sofort oder ich das Gefühl hatte, dass wir offene Türen einrennen und alle sofort dabei waren, ist es auch immer größer geworden, die Idee. Und dann haben wir gesagt, okay, wir visieren diese Marke von 1000 Gästen an. Wir machen einen richtig großen, tagesfüllenden Kongress in einer tollen Location. Und dann ging das Organisieren los. Das war so ungefähr im März. Da ging dann die heiße Phase los. Und die dauert jetzt ein halbes Jahr sozusagen. Und da haben wir jetzt Vollgas gegeben, um das auf die Beine zu stellen.
Ja, wir sind ja auch Mitveranstalter, darf ich in aller Bescheidenheit sagen. Also wir waren auch relativ früh eingeweiht in deine Planungen und haben das natürlich auch begleitet und werden auch vor Ort sein. Markus Krall, meine Wenigkeit und einige von unserem Team. Und da kann man dann auch die Atlas-Initiative mal ein wenig besser kennenlernen. Horst Lüning wird da sein, ein YouTube Star der ersten Stunde, kann man sagen, und auch ein unwahrscheinlich sympathischer Typ. Václav Klaus wird da sein, also auch ein prominenter ehemaliger Präsident. Carlos Gebauer natürlich, der die Veranstaltung moderieren wird in seiner unnachahmlichen Art und Weise. Und allein das ist schon ein Erlebnis, darf ich sagen. Bei Eigentümlich Frei, bei der Konferenz auf Usedom letztes Jahr waren wir beide ja auch. Und der führt schon, der hat eine besondere Gabe, durch den Abend und durch den Tag zu führen in dem Fall. Das wird also auch großartig, denke ich. Was ich spannend fand, und wir haben ja gerade uns im Vorfeld schon ein wenig unterhalten, dass wir im Grunde eine Politisierung sämtlicher Bereiche erleben, zum einen. Zum anderen, also wir haben uns darüber unterhalten, wir sind beide Fußballfans und wir merken, da tut sich was irgendwie nicht in unsere Richtung. Der Sport mi wird missbraucht für politische Zwecke und da ist es eben wichtig, dass man diese Bereiche entpolitisiert, dass man es weg, dass man auch gar nicht so sehr über die Personen spricht. Das ist aus meiner Sicht nicht zielführend, weil die Personen sind beliebig ersetzbar. Ne? Wenn man über den einen Minister XY herzieht, dann lenkt das die Energie in die Richtung, dann geht der weg, dann kommt ein neuer. Also der Schrank ist ja voller Herrschaften, die dann nachrücken. Also das ist aus meiner Sicht auch nicht zielführend. Zielführend ist es, indem man sich mehr auf die Sache konzentriert, weil all diese Macht- und Personenfragen lenken von der Sache ab. Ist das die Richtung, in die es gehen soll? Und natürlich mein Herzensthema, weißt du, Ökonomie und vor allem Geldtheorie. Am Ende der Geldverschlechterung werden sämtliche Lebensbereiche politisiert. Das sind also alles keine Zufälle, die wir erleben, sondern das ist historisch sehr, sehr oft so gewesen. Also diese Entpolitisierung hin zur Sache habe ich schon so ein bisschen gehört, aber das wäre nochmal etwas, worauf wir eingehen könnten. Ja, da bin ich natürlich ganz bei dir. Ich sehe das genauso. Ich sehe, wir haben ja ganz aktuell dieses Beispiel mit Edeka, wo das ist das Gleiche wie bei den Fußballvereinen. Das sind Edeka, das sind, ist ein Nahversorger, dessen Aufgabe ist, Nudeln und Reis und Klopapier zu verkaufen. Und der fängt plötzlich an, sich in den Wahlkampf einzumischen. Ne? Also der Verband, der Dachverband, ich glaube, es ist nicht eine Genossenschaft, es ist, glaube ich, ein Verband, ne? Glaube ich. Jedenfalls, Edeka politisiert. Merchandising ist das, nicht Merchandising, wie bei McDonald's letztlich, also wie heißt das vielleicht? Franchising. Franchising, meine Güte, ja. Ein Franchising-System, ja, genau. Aber es hat ja seine Ursprünge, es gibt es ja schon Jahrzehnte und im Dritten Reich gab es Edeka auch schon. Und da haben die auch schon damals angefangen, voll auf Regierungslinie mitzumachen. Und genau das Gleiche machen sie jetzt wieder. Ich kann einfach nicht verstehen, warum man nicht einfach sagen kann, eine strategische Entscheidung treffen kann und zu sagen kann, wir sind Supermarkt. Das heißt, wir konzentrieren uns auf Nudeln, Reis und Klopapier und eben nicht darauf, uns in den Wahlkampf einzumischen. Und genau das Gleiche sage ich auch immer. Also mein Herzensverein ist der VfB Stuttgart, weil ich da selber mal gespielt habe. Und wenn ich da beobachte, dass sie dann mit Regenbogen Trikots auflaufen und bei jedem Spiel gibt es irgendeinen politischen Bezug, wo sie wieder Stellung beziehen müssen gegen rechts und gegen dies und jenes. Ich meine, man kann ja gegen rechts sein, ich finde es völlig legitim. Man kann auch gegen links sein, finde ich auch völlig legitim. Man kann auch, finde es sogar legitim, gegen die Freiheit zu sein, gegen die individuelle Freiheit. Also Kollektivisten. Die sind nun mal da und die dürfen auch genauso reden wie andere auch. Nur ein Fußballverein ist zum Fußball spielen da und die Zuschauer, die sollen ja miteinander verbunden werden durch den Verein. Das ist ja ein Integrationsfaktor. Ja, und es spaltet zunehmend. Ja, alle gesellschaftlichen Schichten kommen da zusammen. Das ist so ein Samstag im Stadion ist ein Fest des Zusammenhalts für eine Gesellschaft. Es ist unglaublich wichtig für eine Gesellschaft. Und dann kann ich doch nicht anfangen, einzelne politische Gruppen da auch so zu sortieren, die da nicht mehr kommen dürfen. Also wie spaltend kann man sein und wie zerstörerisch kann man unterwegs sein? Also ich halte das für ganz schlimm. Und beim Thema Politisierung fällt mir ein, auch da gibt es wie so oft so eine Dualität. Auf der einen Seite brauchen wir auf gar keinen Fall eine Politisierung aller Lebensbereiche. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, die Politik muss sich aus viel, viel mehr Lebensbereichen raushalten. Deswegen ist auch eines unserer Motti ist weniger Politik, weniger Ideologie, weniger Kollektivismus beim Bürgergipfel.
Auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl, dass gerade wir Bürger, gerade wir Freiheitlichen, die wir uns ja so gerne aus der Politik raushalten und eher in der Wirtschaft tätig sind, eher unternehmerisch tätig sind, dass wir uns gezwungenermaßen einmischen müssen. Wir müssen uns eigentlich unser Land zurückholen, indem wir dorthin gehen und mitmachen und aufräumen und unsere Stimme erheben und wieder hörbar werden. Und auch das ist eine Intention des Bürgergipfels. Wir wollen mehr Verantwortung übernehmen. Und wir wollen die Stimme der Freiheit erheben. Und wir wollen eigentlich auf dem Bürgergipfel eine Aufbruchsstimmung erzeugen, die auch dahin geht, dass wir uns nicht mehr wegducken, sondern dass wir einfach Nein sagen und uns hinstellen. Und wenn es sein muss, wenn wir die Parteien abschaffen müssen und es nur so geht, dass man irgendeine Partei gründet, um dieses Ziel zu verfolgen, dann ist es paradox, aber dann muss es halt sein. Ja. Ja, ich denke, ein wichtiger Punkt ist, die Spaltung zu überwinden, dass man es wieder lernt, als Gesellschaft zusammenzufinden. Und das, was du sagst, gerade, ich komme immer wieder auf dieses Fußballthema zu sprechen, weil uns das natürlich neben vielen anderen Punkten verbindet uns auch der Fußball, uns beide jetzt persönlich. Ich sehe das in Brasilien, da hatte der Anthony Müller mir gesagt, da wenden sich die Menschen jetzt zunehmend vom Fußball ab, weil er eben so politisiert ist. Und das ist das in Brasilien und ähnliche Dinge könnten hier auch passieren. Das ist bitter. Insofern geht es auch darum, zum einen Bewusstsein zu schaffen, dass dieser Spaltung kein Vorschub geleistet wird und kollektivistische Strömung, vollkommen egal, ob links, rechts, wie auch immer, dieses Schubladendenken, ja, halte ich eh so ein bisschen für schädlich, weil es eben automatisch spalterische Elemente hat, wie auch die Parteien automatisch spalterische Elemente haben können, ne? Und das sind Dinge, die problematisch sind. Auf der anderen Seite sind eben die freiheitlichen Strömungen und Ideen und kollektivistische Ideen. Als abwendbares Angebot hätte ich damit auch kein Problem. Aber das ist es eben nicht mehr, ne? Also wir sind ja nun mal drin in der Nummer und das ist unser großes Problem. Also Spaltung überwinden ist das eine. Vielleicht auch sexy Freiheitsnarrative aufbauen. Du bist ein Marketingmann. Du bist jemand, der Bücher auch platziert. Ich denke, das darf man auch mal ruhig erwähnen, aus welcher Ecke du kommst. Und das Marketing funktioniert. Das sieht man ja beim Bürgergipfel. Und wenn jetzt die Tausender-Marke auch durchaus überschritten wird oder erreicht wird, wonach es ja aussieht, wenige Tickets sind noch zu haben, brauchen wir Freiheitsdenker, wir Freiheitsfans, brauchen wir ein anderes, besseres Marketing, brauchen wir eigene Narrative, wie können wir Freiheit sexy gestalten, an dich gerichtet als jemand, der aus dieser Richtung kommt. Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir brauchen da keine Scheu haben. Im Grunde gibt es, also wenn du mal überlegst, wer im deutschsprachigen Raum so die Stimme der Freiheit ist, wer dir da einfällt. Wir sind in so einer freiheitlichen Bubble, aber wenn du da mal rausgehst aus dieser Bubble und mit ganz normalen Leuten redest und auch mal einfach in den Mainstream reinschaust, also in die Medien, was da gespielt wird, man sieht eigentlich, dass viele der Politiker das Wort Freiheit immer wieder missbrauchen. Ne? Die verwenden immer wieder das Wort Freiheit, aber die meinen damit was ganz anderes eigentlich als wir. Wenn man jetzt über individuelle Freiheit und Freiheit von Politik und Freiheit von Zwang redet, wer steht denn da dafür in der breiten Öffentlichkeit? Und ich bin der Meinung, momentan gibt es niemanden. Ja, die Freiheit ist zum Wieselwort verkommen, habe ich so fast das Gefühl, Ja. ja. Und im Moment gibt es niemanden, und die Öffentlichkeit funktioniert heute so, dass alle Inhalte immer über Persönlichkeiten getragen werden. Also es ist nicht so, dass man irgendwie was plakatieren kann oder dass man einen anonymen Verein im Hintergrund hat, der dann irgendwelche Themen nach vorne bringen kann. Es läuft alles über Persönlichkeiten. Also die ganzen, seit dem Internet, seit dem Smartphone und seit den Social Media hat sich das noch verstärkt. Das heißt, wenn wir uns wieder mehr Freiheit verschaffen wollen in dieser Gesellschaft, und zwar Freiheit von Politik, Freiheit von Parteien, Freiheit von Politikern, Freiheit vom Staat, dann müssen wir, wenn wir klug sind und wenn wir klug vorgehen, Persönlichkeiten aufbauen, die auch ein breiteres Publikum erreichen. Viele Identifikationsfiguren. Ja, Identifikationsfiguren, ganz richtig. Fast schon Vorbilder, ne? Also, aber wirklich Identifikationsfiguren, die ihre Ziele und ihre Motive und ihre Emotionen nach draußen tragen. Nicht immer nur so fachlich und immer nicht immer nur, also eigentlich hat es Javier Milei vorgemacht, wie man es richtig macht, ne?
sondern als Persönlichkeit aus Fleisch und Blut mit Emotionen und mit Leidenschaft in die Öffentlichkeit gehen. Und dort auch nicht immer so nischig auftreten. Wenn man mit Libertären spricht, die fangen ja schon an, sich über den Gebrauch von einzelnen Wörtern zu streiten, zum Teil, und sind dann immer sehr, sehr dogmatisch und sind sehr, ja, da ist zwischen Misesianern und Hayekianern ja schon ein Spalt, ne? Und das ist natürlich Quatsch, weil von Wir außen haben ganz betrachtet, andere Probleme. ja, von außen betrachtet sind das winzig kleine Nischen. Was wir aber eigentlich bräuchten, wäre, dass wir in die breite Gesellschaft vordringen mit unseren Argumenten, weil unsere Argumente besser sind und weil unsere Argumente. Ich meine, der Letzte, der es geschafft hat in Deutschland, war eigentlich Ludwig Erhard mit seiner Kampagne Wohlstand für alle. Na, der konnte seine Popularität in alle Bevölkerungsschichten reintragen, auch in konservative Kreise, auch in sozialdemokratische Kreise. Ja, genau. Und der hat es verstanden. Der hat natürlich mit Adenauer dann noch einen Buddy an seiner Seite gehabt. Aber wer steht heute in der Öffentlichkeit für unser Ding? Na? Und dann, wir müssen dringend uns da ein bisschen zusammenraufen. Und auch das ist ein Zweck des Bürgergipfels. Also sehe ich auch so, Identifikationsfiguren sind wichtig. Man muss natürlich mal, ist ein schmaler Grat zwischen so einem Personenkult dann und das ist eben, also das muss man auch mal wissen, dass so ein Personenkult ist mir persönlich so ein bisschen fremd immer, aber du hast schon recht, das Menschliche ist eben so, dass es auf vor allem auf Emotionen anspringt, dass die Emotionen besser verkaufen, als eben reine Sachfragen der österreichischen Schule jetzt, ne? Also ganz offensichtlich hat das nicht so richtig funktioniert. Der letzte in Deutschland war Ludwig Erhard. In Österreich gab es Eugen Böhm von Barwerk, der eben für die Goldbindung stand und für einen ausgeglichenen Haushalt. Und danach war es eben vorbei. Und seitdem brechen sich eben die kollektivistischen Strömungen ihren Bann. Und ja, Erhard hat die Preise freigegeben und heute haben wir Preisobergrenzen, Mindestlohn, all diese Dinge. Das kommt ja alles wieder. Und insofern haben die Menschen auch so ein bisschen nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich komplett den Blick verloren, woher der Wohlstand eigentlich kommt, nämlich aus der freiwilligen Kooperation, aus Marktpreisen, aus Preissignalen, die eben frei waren. Und Erhard hat es ja gegen wahnsinnige Widerstände durchgesetzt, ne? Weil er nicht wie Milei hat gesagt, das wird hart und Erhard hat es gemacht. Dann knallten die Preise nach oben, weil die Knappheitsverhältnisse sich natürlich dann am Markt dann neu ausgerichtet haben. Die Preise waren, glaube ich, 10% höher, je nachdem, wie man es dann berechnet natürlich. Und dann war ein Generalstreik sogar, ne? Also das war ja nicht so, heute wieder so blumig verkauft, ja, wunderbar und alles war toll. Und naja, das waren schon wahnsinnige Widerstände, ne? Also insofern haben wir heute eigentlich eine bessere Ausgangslage. Würdest du das ähnlich sehen? Auch wenn natürlich, heute sind die Köpfe, der Nährboden ist heute leider verseucht durch die falschen Ideen. Das muss man so ein bisschen plakativ auf den Punkt bringen, wahrscheinlich. Das ist das, was es uns heute schwierig macht. Aber eigentlich von der Grundsubstanz stehen wir wesentlich besser da als nach dem Krieg. Die Köpfe sind das Problem. Ja, es ist eben beides. Von der Grundsubstanz stehen wir wesentlich besser da natürlich. Ich bin der Meinung, dass wenn wir einen freiheitlichen Kurs fahren würden in Deutschland, könnten wir innerhalb von wenigen Jahren Weltspitze sein. Wir waren schon mal Weltspitze wirtschaftlich pro Kopf, nämlich am Ende des Deutschen Reichs. Die große individuelle und wirtschaftliche Freiheit, die es im Deutschen Reich gab, hat dazu geführt, dass wir enormen Wirtschaftsboom hatten. Und Deutschland hat eigentlich das Potenzial, Weltspitze zu sein. Momentan werden wir durchgereicht nach unten, ne? Beim Pro-Kopf-Einkommen, beim Pro-Kopf-Eigentum. Privateigentum, da ist es ganz besonders augenfällig, werden wir durchgereicht, während der Staat immer fetter wird. Du sagst es ganz richtig. Eigentlich wären die Voraussetzungen grandios. Noch ist nicht so viel Substanz kaputt. Noch ist nicht so viel Infrastruktur kaputt. Alles verfällt gerade, aber es ist noch nicht so weit gediehen. Noch nicht so weit wie in Argentinien zum Beispiel. Rein vom Marketing her, allerdings ist es genau andersrum. Rein vom Marketing her ist es so, dass natürlich Milei eine großartige Situation hatte, um den Umschwung hinzukriegen, weil die gigantische Inflation und die Verarmung der Gesellschaft in Argentinien dazu geführt hat, dass die Leute wirklich kein Weiter-so mehr wollten. Bei uns ist es leider noch so, dass viel zu viele Leute keine Ahnung haben, was eigentlich wirklich abläuft, weil sie es nicht brauchen, weil der Alltag irgendwie noch einigermaßen funktioniert.
Es bröckelt, aber es gibt immer mehr Leute, die nicht mehr über die Runden kommen, und die deshalb sich fragen, woran liegt denn das eigentlich? Ich glaube aber, dass es momentan noch schwierig ist, wirklich durchzudringen, weil es noch viel zu viele Leuten noch viel zu viel noch zu gut geht. Dass es jetzt trotzdem so ist, dass wir eine unglaublich starke Wechselstimmung in der Gesellschaft haben, liegt daran, dass die rot-grüne beziehungsweise die Ampelkoalition, also diese drei Kleinstparteien, die jetzt gerade am Schrumpfen sind, die noch die Regierung stellen, dass die Unzufriedenheit mit dieser völlig wahnsinnigen Regierung so groß ist, dass jetzt einfach eine irre Wechselstimmung ist. Merkel hat ihr Zerstörungswerk viel, viel geschickter vollbracht als die völlig durchgedrehten Ampelianern, die ja keinen Stein auf dem anderen lassen, die Unternehmen ins Ausland vertreiben, die Investitionen vertreiben und die weit ins Privatleben eingreifen mit ihren komischen Vorstellungen und Gesetzen, die unsere Landschaft verschandeln mit ihren komischen Minaretten, also diese Windräder. Das heißt, das dringt so weit in die Lebenswirklichkeit der Menschen ein, dass die sagen, sag mal, spinnen die eigentlich? Und zwar die ganz normale Landbevölkerung, die ganz normale Stadtbevölkerung, die sagen, also jetzt reicht's langsam. Das heißt, wir haben jetzt eine unglaubliche Wechselstimmung. Und wenn wir klug sind, nutzen wir das. Ja, das Delta zwischen Realität und dem, was da als Realität verkauft wird, wird immer größer und offensichtlicher. Und natürlich verstehen das immer mehr Menschen, dass es da problematisch wird. Du hast von dieser Epoche 1871 bis 1914 gesprochen. Daran möchte ich noch mal kurz, da möchte ich noch mal kurz ansetzen, weil aus meiner Sicht vorher schon das nonzentralistische oder durch eben 1871 und die Einigungskriege und den Aufstieg Preußens ist nach meinem Dafürhalten schon die Kleinteiligkeit, die Deutschland oder die deutschen Lande, ich schließe da auch Österreich und die Schweiz mit ein. Und Südtirol. Ja, genau, da hast du ja einen besonderen Bezug, logischerweise. Sorry. Dass durch die Zentralisierung damals und auch durch das, ich komme da auch auf das Bildungswesen zu sprechen, was natürlich dann auch zentralisiert wurde, vermachtet wurde. Geld, ne? Der Bimetallismus wurde 1875 abgeschafft. Gold und Silber waren eben Parallelwährung und so weiter. Und eben auch diese Kleinteiligkeit, auf die Hans-Hermann Hoppe ja auch mal so gerne abstellt. Und ein Europa der tausend Lichtensteins, Deutschland eben auch sehr, sehr kleinteilig, was eine große Stärke war, weil eben da eine maximale konkurrenzwirtschaftliche Ordnung herrschte. Also insofern sollten wir das vielleicht nochmal gerade rücken, dass wir da diese nonzentralistische Denkrichtung wieder in die Köpfe bekommen, vielleicht zum einen, zum anderen über das Thema so ablehnbare Angebote sprechen, dass die Menschen eben die freie Wahl haben, was sie machen wollen. Die können ja ihren kollektivistischen Krempel machen. Ne? Können sie ja tun in ihrem Territorium oder in ihrem Einflussbereich. Aber sie sollen es eben als ablehnbares Angebot gestalten. Und vor allem eben dieses Thema Kleinteiligkeit, was Deutschland stark gemacht hat. Und jetzt der Zentralismus, dann noch darüber gestülpt die EU. Ja, und dann noch über der EU noch die anderen technokratischen Organisationen wie WHO, NATO, Weltbank etc., IWF, ne? Also, Also dass da kein falscher Eindruck entsteht, das ist halt wichtig, ne? Weil natürlich war diese Epoche geprägt von wahnsinniger Prosperität und natürlich bringt es Vorteile, wenn die Sachen dann eben so vereint waren. Aber aus meiner Sicht war da schon der Keim dessen, was wir heute erleben, dass eben die Kleinteiligkeit 1871 und davor schon verloren gegangen ist. da möchte ich ein bisschen dagegen halten. Also im Deutschen Reich, das Deutsche Reich war nicht zentralistisch. Die Länder hatten weitreichende Kompetenzen und der wahre Zentralismus kam erst mit den Erzbergerschen Reformen 1919. Das ist eine sozialdemokratische Erfindung, der Zentralismus. Das hängt immer alles am Geld und wie der Geldstrom läuft in so einem Land. Und im Deutschen Reich war es noch so, dass das Geld von unten nach oben geströmt ist und nicht praktisch an der Spitze aus den Leuten aus der Tasche gezogen worden ist und dann als gönnerhafter Geldregen hier und dorthin verteilt worden ist, so wie heute. Dieses Prinzip mit dieser Zentralisierung des Geldstroms wurde mit den Erzbergerschen Reformen 1919 eingeführt. Und da wurde diese Konzernstruktur der Finanzämter, diese dreistufige, eingeführt. Und da wurde richtig auch ein
Die unmittelbare Folge davon waren, dass plötzlich gigantische Steuern erhoben worden sind, die dann zentralistisch für politische Zwecke verwendet wurden. Die ganze Weimarer Republik sind die Anfänge des Zentralismus, wie wir ihn auch heute kennen. Das ist eben nach dem Dritten Reich dann fortgeführt worden. Also diese Grundstruktur der Finanzämter ist übernommen worden. Aber das Deutsche Reich war deshalb viel freiheitlicher und dezentraler als heute, weil wir dort auch eine dezentrale Finanzverwaltung gehabt haben. Die einzelnen Gemeinden, da ist es ja noch erhalten bis heute, ne, dass die Gemeinde noch ein paar Steuern haben. Ansonsten ist das ja alles so aufgestellt worden, dass die Zentrale in Berlin die absolute Macht über unser Geld hat und auch keine Schranken mehr hatte und auch kein Wettbewerb, kein Steuerwettbewerb mehr da war dadurch. Der Steuerwettbewerb ist ausgeschaltet worden, sodass diese gigantischen Steuersummen, die heute abgesaugt werden aus der Bevölkerung, überhaupt erst möglich geworden sind. Also wir sind da wahrscheinlich ziemlich d'accord und deckungsgleich. Natürlich ist das etwas, was man, da kann man Stunden drüber sprechen, weil das so vielschichtig und tief liegt. 1914 wurde eben die Golddeckung abgeschafft, ne? Das war eben ein Punkt und natürlich baut das eine auf dem anderen auf, ne? Also Erzberger hatte natürlich dann ein leichteres Spiel dadurch, dass es alles eins war. Aber du hast recht, im Vorfeld oder vor 1914 Staatsquote von 10 bis 15%. Ne? Das So ist war das. also ein Witz. Dann nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg 30%. Und jetzt sind wir bei weit über 50% schön gerechnet. Ne? Also das ist Wahnsinn. Und natürlich baut das eine auf dem anderen auf. Und dass der Krieg da eine große Rolle gespielt hat, ich denke, da sind wir uns auch einig. Vor allem, weil da natürlich auch alles auf Kriegswirtschaft ausgerichtet wurde. Das heißt, hatte auch einen zentralisierenden Mechanismus in sich, ne? Also 1914 war eigentlich so der Punkt, wo das dann umkippte, weil eben auch die Zentralisierung des Geldes immer der Zentralisierung der Macht dann vorangeht, ne? Also ich denke, wir haben die Botschaft auf jeden Fall gesendet, dass das klar ist, dass wir uns keinen Zentralismus wünschen und dass es da viele, viele Gründe gibt und dass wir auch in diesem Gespräch heute das gar nicht in der Tiefe erörtern könnten, in der es nötig wäre und man müsste im Grunde das interdisziplinär angehen, Historiker sich dazu holen und so weiter. Also wir wollen da auch vielleicht nicht zu wissensanmaßend sein, Nein. aber ich denke, wir sind Aber da, ja. ich denke, was ein ganz wichtiger Punkt ist, wo wir uns absolut einig sind, ist, der auch leicht kommunizierbar und leicht verstehbar ist, auch populär verstehbar ist. Da siehst du wieder, ich bin der Marketingmann, ne, und nicht der Fachmann. Also mir geht es um die Botschaften. Und eine wichtige Botschaft, und da bin ich auch mit Hoppe vollkommen einverstanden, typisch deutsch ist dezentral. Durch die ganze Geschichte. Ne? Wenn man sich das Heilige Römische Reich Deutscher Nation anschaut, dass die eigentlich, es wird immer über diesen Flickenteppich gelästert. Aber dieser Flickenteppich, das war ja unsere große Stärke. Die Blütezeit der deutschen Kultur ist ein Ergebnis des Flickenteppichs und des Wettbewerbs der verschiedenen Fürstentümer und Länder untereinander. Und dieser Wettbewerb und diese Dezentralität war durch die gesamte Geschichte das deutsche Erfolgsgeheimnis. Ja. Und wir sollten uns wieder daran erinnern, dezentral ist typisch deutsch und zentral ist typisch französisch zum Beispiel. Ja, oder auch in anderen Ländern ist dieser Zentralismus sehr, sehr stark ausgeprägt, aber in Deutschland eben nicht. Und das Kluge zum Beispiel, die Bundesregierung nach 1949 nach Bonn in die Provinz zu legen, um diese Tradition nochmal zu betonen und die Gerichte dezentral zu verteilen, also die obersten Gerichte und auch föderal zu denken, die Bundesländer, die Absicht der Väter des Grundgesetzes, es gab auch übrigens weibliche Väter und im Grundgesetz des Grundgesetzes, also Weibliche Väter, das ist ein großes Wort. Oder großer. Aber die Absicht war ja, dieses Element, dieses Dezentrale wieder zu beleben. Es ist nur unterlaufen worden und misslungen und spätestens nach 1990 eben durch diesen Zug nach Berlin eben kaputt gemacht worden. Ja, also andere Länder hatten das mit der Zentralisierung deutlich schneller auf die Bahn gebracht. Insofern stimmt das schon, dass also Deutschland war da wesentlich kleinteiliger unterwegs. Ich kann das noch
genau erinnern in der Schule, wie man gesagt hat, dann war es endlich vorbei mit dieser unsäglichen Kleinteiligkeit und dieser Vielstaaterei. Das war das, was man mir in der Schule erzählt hat. Das muss man sich mal überlegen. Was für machtvolle Worte habe ich heute noch in den Ohren. Und glücklicherweise habe ich das irgendwann überwinden können, dass ich gemerkt habe, dass es eigentlich völliger Blödsinn ist und dass das Menschliche kleinteilig ist. Und andere Nationen haben das einfach schneller hinbekommen mit der Zentralisierung, bedauerlicherweise Deutschland eben nicht. Da ist es erst wesentlich später vollzogen worden. Aber wenn wir uns natürlich Mises Praxeologie der Handlungslogik zuwenden, dann wissen wir, dass es eigentlich nur kleinteilig sein kann, egal wo, ob in Deutschland oder sonst wo. Das ist, die Herausforderungen sind überall anders, die Bedürfnisse sind überall anders der Menschen und insofern sollte man die Menschen einfach machen lassen und eben speziell auf ihre Bedürfnisse hin, auf ihre persönlichen Herausforderungen in der Region ihre Aktionsfreiheit, ihre Gestaltungsfreiheit machen lassen einfach, ne? Und eben natürlich die besten Produkte. Egal ob Bildung, Geld, gesellschaftliches Zusammenleben, bilden sich immer im konkurrenzwirtschaftlichen Umfeld, in einem Ja. Umfeld der ablehnbaren Angebote. Dezentralisierung ist verbunden mit Wohlstandszuwachs. Zentralisierung ist verbunden mit Machtzuwachs für die Politik. Es ist immer praktisch so ein Gegeneinander. Der sich abzeichnende Niedergang der USA ist verbunden mit einer zunehmenden Zentralisierung in Washington und einer abnehmenden Bedeutung der Bundesstaaten. In der Schweiz ist es jetzt schon sichtbar, ne, dass die Zentrale Stückchen für Stückchen immer mehr Macht bekommt. Und das riesengroße Erfolgsrezept der Schweiz, nämlich die Kantone, die Dezentralität, Der die starken Wettbewerb. Kantone. Es wird immer gesagt, direkte Demokratie sei das Geheimnis der Schweiz. Aber das wahre Geheimnis ist der schwache Zentralstaat. Und jetzt versuchen sie da immer mehr Macht eben nach Bern zu ziehen. Ein riesengroßer Fehler. Wir müssen wieder ins Bewusstsein rufen, was Länder stark macht, was Gesellschaften stark macht und was vor allem das Individuum stark macht. Und das ist Dezentralität. Das zieht sich durch die Geschichte und lässt sich überall absehen. Wer Zentralismus das Wort redet, redet den Politikern das Wort. Ja, Wettbewerb ist der Entmachtungsfaktor schlechthin und insofern sollte man sich das auch vor Augen führen, dass alles andere, was eben den Wettbewerb unterminiert, eben der Macht zuträglich ist, der Machtakkumulation und das ist leider das, was wir erleben. Ja, letzten Worte vielleicht nochmal so ein, wie man neudeutsch sagt, ein Aufruf zum Handeln, ein Call to Action. Ich rede eigentlich lieber in deutschen Worten. Insofern vielleicht noch mal ein kleiner Appell. Warum sollten die Menschen jetzt noch schnell buchen und dorthin kommen? Und was hast du zu bieten? Auch darüber hinaus, vielleicht sind manche verhindert und vielleicht können die sich ja auch noch anderweitig engagieren. Das wäre jetzt doch mal die letzten Worte sozusagen an die Zuschauer gerichtet. Also ich glaube, dass der Bürgergipfel in diesem Jahr mit Sicherheit das größte freiheitliche Event ist. Und dort wird viel passieren. Zum einen haben wir diese großartige Rednerliste von lauter freiheitlichen Leuten, die ich alle persönlich kenne und und kennengelernt habe und für die ich alle sagen kann, die ticken richtig im Kopf und deswegen wird es sehr, sehr gut werden. Was auf diesem Bürgergipfel außerdem passieren wird, ist neben all der Vernetzung und neben den Impulsen, die da geliefert werden, ist, die Gäste können an der Formulierung der 12 Stuttgarter Artikel mitwirken. Wir werden ein Manifest, ein Kommuniqué herausgeben, das am Folgetag und in den Tagen danach an die Medien kommuniziert wird und in denen wir 12 Thesen aufstellen in der Tradition der 12 Memminger Artikel von vor 500 Jahren oder der Tiroler Landesverfassung von vor 500 Jahren. Wir werden nicht einen Forderungskatalog aufstellen, weil fordern ist immer die dokumentierte Ohnmacht, sondern es werden Thesen sein, es werden 12 Artikel sein, die für uns konstituieren sind, die ein übergreifendes Programm darstellen für die Freiheitlichen, egal aus welchen Lagern, egal wie sie sich organisieren, egal mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Wir wollen so ein übergreifendes Manifest anbieten. Und die Gäste haben die Chance, mitzuvoten mit dem Handy über eine Landingpage, die für diesen Zeitraum dann online sein wird, wo die Leute aus 36 angeboten, sich das zusammenwählen können, was sie in diesem Manifest drin haben möchten. Und da kann man dran beteiligt sein.
exklusiv für die, die dort auf der Veranstaltung dabei sind. Außerdem feiern wir auf der Veranstaltung 20 Jahre Achse des Guten, 10 Jahre Tichys Einblick. Und wir werden am Ende der Veranstaltung noch mit einer Überraschung aufwarten. Dazu verrate ich noch nichts. Aber in der letzten Viertelstunde wird nochmal was passieren. Und ansonsten hat man, glaube ich, die Chance, dort mit einer Menge kluger Leute sich zu unterhalten und eine Menge Impulse aufzunehmen. Ich rate den Leuten, schauen Sie sich die Rednerliste nochmal an. Da werden Sie auf jeden Fall jemanden finden, der Sie stört. Das ist auch eine Erfahrung aus den letzten Wochen. Irgendjemand stört immer. Ob es jetzt der Vosgerau ist oder ob es jetzt die Frauke Petri ist, ob es der Václav Klaus ist, ob es der Fritz Fahrenhold ist. Irgendjemand stört sich immer an irgendjemanden. Aber das sind alles total clevere, freiheitliche Leute und es ist interessant, denen zuzuhören, selbst wenn man eigentlich in eine andere Schublade gepackt hat bisher. Und ich möchte aufrufen, jetzt noch wirklich übers Wochenende noch schnell ein Ticket zu besorgen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tickets im Laufe der nächsten Woche ausgehen. Und um dabei zu sein, sollte man jetzt sich das noch sichern. Bis Montag ist es noch so, dass wir die Tickets zuschicken, also mit der Post, und vertrauen darauf, dass die es schaffen, rechtzeitig die anzuliefern. Danach vertrauen wir der Post nicht mehr und verschicken keine Tickets mehr, sondern hinterlegen die dann am Eingang. Jetzt ist noch Zeit, ein Ticket zu kaufen und ich freue mich wahnsinnig auf jeden Einzelnen, der dort auftauchen wird. Jeder Einzelne leistet dadurch einen Beitrag, unsere freiheitliche Bewegung in Deutschland noch mal ein gutes Stück in die Köpfe zu kriegen und nach vorne zu kriegen. Ja. Prima Schlusswort. Also ich denke, ich erlaube mir nochmal ein, zwei Ergänzungen anzufügen. Und zwar, dass es vielleicht auch wichtig ist, dass man nicht unbedingt dem Bild folgt, was da von einzelnen Personen öffentlich gezeichnet wurde. Also der veröffentlichten Meinung vielleicht nochmal die eigene Urteilskraft dem beifügt und dann schaut, ob man da richtig gelegen hat, was man so öffentlich aufgenommen hat. Also das ist das eine. Das andere ist, wenn einem das nach ein paar Minuten eben nicht gefällt, dann gibt es auch Ausweichmöglichkeiten. Es gibt den großen Saal, es gibt den Marktplatz, Bitcoin Hotel und so weiter. Viele verschiedene Angebote, die da sind. Also man ist nicht da verhaftet in dem Saal und muss dann dem zuhören, der einem womöglich missfällt. Aber auch da sollte man vielleicht ein wenig toleranter sein. Das ist ja so ein großes missbrauchtes Wort mittlerweile. Aber das ist eben vielleicht noch wichtig. Du hast da noch was anzufügen, dass es eben vom Aufbau her so ist, dass viele Dinge parallel laufen. Vielleicht hast du dazu noch was. Ganz richtig, das ist gut, dass du nochmal darauf hinweist, weil wir haben einen Nebenraum, der heißt Marktplatz und da geht es um Wirtschaft und Finanzen hauptsächlich. Das ist auch der Ort, wo du um 12 Uhr dort auf der Matte stehst und auch einen Impulsvortrag hältst. Anschließend wird der Präsident des Arbeitgeberverbands Björn Peters sprechen, dann Manuel Barkau, den viele Bitcoin kennen. Maxi. Ja, er wird auch dort sein. Miguel Fes wird dort sein, ein Trader. Ne? Marc Guillard vom Bitcoin Hotel wird auch einen Vortrag halten. Und dort auf dem Marktplatz, in diesem Raum, ist es auch so, dass man wirklich richtig diskutieren kann. In einem großen Plenum mit 1000 Leuten eine Diskussion ist völlig unrealistisch. Das kriegt man einfach nicht hin, das wird ein Durcheinander und das langweilt dann die Leute auch. Aber dort auf dem Marktplatz haben wir einen kleineren Rahmen und dort kann man wirklich intensiv diskutieren und auch wirklich an die Leute rankommen. Also das empfehle ich. Der Marc Guillard vom Bitcoin Hotel hat nochmal einen weiteren einzelnen Raum, wo er Interviews und Gespräche führt. Dasselbe machen wir beim Sandwirt Stammtisch. Das ist auch nochmal ein extra Raum, wo wir den ganzen Tag über mit einzelnen der Hauptrednern nochmal Gespräche führen, die dann auch auf Video aufgezeichnet werden. Das ist vielleicht noch eine Info. Die Hauptreden von den Hauptrednern im großen Saal werden nicht auf Video aufgenommen. Die gibt es wirklich nur live. Die kann man also nicht nachher sich nochmal irgendwie auf YouTube reinziehen, sondern das ist wirklich für die Leute vor Ort gedacht. Bei den Gesprächen, die in den Nebenräumen stattfinden, die werden wir aufzeichnen. Das wird auch im Nachgang noch im Internet zu sehen sein, aber die anderen eben nicht. Und dann will ich noch hinweisen auf die große Ausstellung. Wir haben über 20 Kooperationspartner, die Stände im Foyer aufgebaut haben werden. Also wird ein richtiger Kongress sein. Eigentümlich frei. Atlas ist da, genau, viele andere. Genau, Tichys Einblick ist da, die Free Cities Foundation von Titus Gebel ist da, Ganz wichtig. ja, ganz wichtig, aber auch viele weitere wirklich interessante Leute, schaut es euch an auf der Website.
des Bürgergipfels. Www, nee, nicht www. Bürgergipfel.de mit Ü oder UE funktioniert beides. Bürgergipfel.de, da ist nochmal alle Infos auf einen Blick. Prima. Ja, ich denke Das war jetzt. der Call, Benny, das war der Call to Action. Bürgergipfel.de ist der Call to Action, ne? Genau. Hervorragend. Jetzt habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, außer meinen Dank an dich und vor allem auch an dein tolles Team im Hintergrund zu richten. Das ist großartig, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Dazu gehört nicht nur der Zeiteinsatz, auch der Mut, ins Risiko zu gehen an der Stelle, monetär wie auch persönlich, weil du stehst mit deinem Gesicht für diesen Gipfel und es gibt nicht nur Applaus, weil wir uns eben mit der kollektivistischen Seite dort anlegen. Insofern dafür Chapeau, Hut ab, dass ihr das so gemacht habt. Und wie gesagt, nochmals auch großartig, was dein Team da leistet. Insofern freuen wir uns auf viele Anwesende und natürlich nicht nur auf die Vortragenden, sondern auch auf die Zuschauer etc., die dort da sein werden und sich einbringen können. Ja, dieses Video bitte teilen, den Kanal abonnieren, auch mal beim Sandwirt vorbeischauen. Da gibt es auch eine wunderbare Webseite und einen YouTube-Kanal auch. Der könnte noch ein bisschen mehr Traffic gebrauchen, wie alle Kanäle das gebrauchen können. Insofern danke an dich, danke an Sie, liebe Zuschauer, und bis zum nächsten Mal.